Dieses Video wird euch präsentiert vom XMG Neo 15. Checkt die Links in der Beschreibung für weitere Infos und einen exklusiven Rabattcode. In ungefähr einem Monat erscheint mit Mafia Definitive Edition das Remake eines Klassikers aus dem Jahre 2002. Was vermutlich die meisten Kenner des Originals interessiert, wie nah ist die Neuinterpretation der Entwickler von Hangar 13 am Original von Illusion Softworks? Dieser Frage sind wir natürlich nachgegangen, als wir kürzlich eine Preview-Fassung anspielen konnten. Damit auch ihr einen Eindruck bekommt, stellen wir in diesem Video das Intro des Spiels aus dem Original dem des Remakes gegenüber. Dabei fallen zwar recht schnell Unterschiede auf, aber der Wille, sich am Geist der Vorlage zu orientieren, ist ebenfalls klar zu erkennen. Die größte Abweichung stellt der Einstieg in die Story dar. Während im Original Tommy aus der Hochbahn steigt und Detective Norman in einem Café aufsucht, sehen wir im Remake den Polizisten aus der Bahn steigen und sich zum bereits wartenden Tommy ins Café setzen. Auch die Rollen, wer im Gespräch die Oberhand hat, scheinen vertauscht zu sein. Der neue Tommy wirkt nervös und fast schon ein bisschen ängstlich, während Tommy im Original sehr gefasst und selbstsicher wirkt. Wir dürfen gespannt sein, wie groß die Unterschiede in der Darstellung der Story von Mafia letztendlich werden. Ich bin spät dran, aber ich wollte nicht gesehen werden. Sie wissen, was ich meine. Was kann ich Ihnen bringen, Sir? Nur einen Kaffee. Kommt sofort. Mit Leuten wie Ihnen gebe ich mich sonst nicht ab. Ich habe Ihnen ein Geschäft anzubieten, Detective. Ich bin kein Geschäftsmann. Und selbst wenn ich einer wäre, würde ich mit Ihnen keine machen. Ich mit Ihnen normalerweise auch nicht. Aber das hier ist ein Sonderfall. Gut für Sie und Ihre Vorgesetzten und gut für mich. Es geht um eine Art Tausch. Tausch? Nun, ich bekleide eine Führungsposition in einer nicht ganz legalen Organisation. Es ist eine dieser Organisationen, von denen Leute wie Sie gerne mehr wissen möchten. Und andererseits möchte ich aus bestimmten Gründen nicht... Hier, Ihr Kaffee, Sir. Danke. Ich möchte mich aus bestimmten persönlichen Gründen von dieser Organisation distanzieren. Es ist nicht leicht, aus dem Geschäft auszusteigen. Sie wissen, was ich meine. Ich habe eine ungefähre Vorstellung. Sie haben eine Kugel im Kopf, wenn Sie nicht schnell verschwinden. Stimmt's? Das ist nicht der einzige Grund. Haben Sie Kinder, Detective? Ich habe Frau und Tochter. Und ich will nicht, dass Sie wegen mir Probleme kriegen. Und ich kann nicht jedem gewöhnlichen Kriminellen Schutz bieten. An Ihre Familie hätten Sie früher denken sollen, ich... Ja, sicher. Hören Sie, ich will nichts geschenkt. Also, hier ist mein Vorschlag. Sagt Ihnen vielleicht der Name Salieri etwas? Salieri? Natürlich tut er das. Bringt Sie etwas mit ihm in Verbindung? Kann man so sagen. Ich habe mehrere Jahre für ihn gearbeitet. Jetzt will er mich ausschalten. Wenn Sie mich und meine Familie schützen, sage ich Ihnen alles. Namen, Daten, Fakten, alles. Genug, um ihm lebenslänglich zu geben. Ich bin nicht der Weihnachtsmann. Wenn ich damit zum Chief gehe, muss ich alles wissen, was Sie wissen. Ich muss sicher sein, dass Sie vor Gericht aussagen. Klar, wenn Sie Zeit haben, erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Und alle Dinger, die wir über die Jahre gedreht haben. Gut, ich habe Zeit. Ich bin ganz Ohr. Thomas Angelo, Detective Norman. Sind Sie allein? Hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee. Danke. Schlückchen gefällig? Nein, danke. Wie Sie möchten. Also, Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Cop. Ich brauche keine Partner. Gut.
Bin eh pleite. Kann nicht mal den Kaffee zahlen. Aber ich hätte was im Angebot. Schießen Sie los. Wie lange sind Sie schon hier? 3 Jahre. Hab mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sagt zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Harte Nummer. Die Ermittlungen stocken wohl ziemlich. Ah, und Sie können sie zum Laufen bringen? Ja, könnte ich vielleicht. Und was muss ich dafür tun? Wollen Sie Geld? Oder Immunität? Nichts davon. Ich muss Leute beschützen. Ah, die Familie ist immer der Schwachpunkt, oder? Also um wen geht es? Kranke Mutter, Frau oder ein Wurf Kinder? Frau und Tochter. Ah, und niemand, der auf sie aufpasst, schätze ich mal. Sonst wäre ich nicht hier. So ein Jammer aber auch. Mein Papa hat immer gesagt, man braucht Freunde, um in dieser Welt zu überleben. Tja, nun, in meiner Welt ist es andersrum. Keine Überraschung. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie nichts versprechen, nicht bis ich weiß, was Sie haben. Also, reden Sie oder schlagen Sie bloß Zeit tot, bis die Sie holen kommen? Glauben Sie, ich bin auf der Flucht? Ich sehe es doch, Tommy. Ja, schauen Sie sich doch mal an. Sie sind fertig, seit Tagen nicht geschlafen. Und dann diese Nackenschmerzen, weil Sie sich dauernd umsehen müssen. Tja, wie ich das so sehe, ist Ihnen wohl jemand sehr Einflussreiches auf den Fersen und der lässt nicht locker, bis Sie im Fluss enden. Wir wissen beide, dass Sie es ohne mich keine 5 Schritte hier rausschaffen. Aber wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, leben Sie vielleicht lang genug, um Ihr kleines Mädchen irgendwann mal zum Altar zu führen. So oder so, Ihr Kaffee geht dann wohl auf mich. Mann, wie konnte alles nur so schief gehen? Tja, das merkt man leider immer erst, wenn es zu spät ist. Aber Ihnen ist die Kanone auch nicht in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich war Taxifahrer in den 30ern.